Hallo zusammen, schauen wir uns das nächste Anwendungsbeispiel zum Thema Divisionen an. Ich habe die Division schon an die Tafel geschrieben. 1107,7536 geteilt durch 18,4. Dividend und Divisor, das heißt vordere Zahl und hintere Zahl, sind Dezimalzahlen, sind Kommazahlen. Ich möchte euch jetzt in diesem Video erklären, wie ihr dieses Beispiel lösen könnt. Mit Hilfe der Kommaverschiebung, geht auch ohne Komma verschieben, jetzt machen wir es mit der Kommaverschiebung. Das bedeutet Folgendes: Wir schauen, dass wir 18,4 den Divisor, die hintere Zahl, kommafrei machen, dass hier das Komma verschwindet. Beim Dividenden kann das Komma stehen bleiben, das ist kein Problem für die Rechnung. Also müssen wir uns überlegen, 18,4 kommafrei gemacht bedeutet, das Komma muss verschwinden. Wir müssen das Komma um eine Stelle nach rechts verschieben. Das heißt, wir machen aus 18,4 184. Wenn wir das Komma hinten um eine Stelle verschieben, dann müssen wir das vorne auch machen, auch um eine Stelle nach rechts verschoben. Nur wenn wir das Komma bei beiden Zahlen, bei Dividend und bei Divisor, um eine Stelle nach rechts verschieben oder um die gleiche Anzahl von Stellen verschieben, dann ändert sich der Wert des Quotienten nicht, das Ergebnis bleibt gleich. Okay, auf das müssen wir achten. Das heißt, wenn wir hinten verschieben um eine Stelle, müssen wir vorne auch um eine Stelle verschieben, sodass das Ergebnis gleich bleibt. Haben wir gemacht, haben wir geschafft. Wir können die Division jetzt noch einmal anschreiben. Wir haben jetzt 11.077,5536 geteilt durch 184 zu rechnen. Das wäre jetzt unsere Aufgabe. Das ist die gleiche Division wie drüber. Nur haben wir kommafrei gerechnet. Der Divisor hat jetzt kein Komma mehr. Okay? Das ist unsere Division. Bevor wir dieses Beispiel berechnen, schauen wir uns natürlich auch wieder den Überschlag an, wie man den berechnen kann, ganz einfach. Der Überschlag von der Rechnung, die wir jetzt angeschrieben haben, 11.077,536 geteilt durch 184. Wie mache ich den Überschlag? Ich muss mir beim Überschlag überlegen, sinnvolle Zahlen zu verwenden. Jetzt haben wir vorne beim Dividenden stehen 11.077. Könnten wir selbstverständlich abrunden auf 11.000. Bei 11.000 tun wir uns aber schwer mit dem Dividieren. 11 ist eine Primzahl. Hier eine Division zu finden, die schnell auf 0 Rest ausgeht, ist etwas schwieriger. Deswegen schlage ich in diesem Fall vor, nicht 11.000 zu nehmen, sondern 12.000. Und ich zeige euch gleich, warum ich das so machen würde. Das heißt, wir haben 12.000 geteilt durch. Und ich nehme deswegen 12.000, weil ich mir die hintere Zahl schon angeschaut habe. 184. 184 würde ich aufrunden auf 200. Das heißt, hier steht ein Zweier bei 200 und bei den 12.000 steht ein Zwölfer voran. Das heißt, ich habe 2 und 12, das sind zwei Zahlen, die gut miteinander harmonieren. Die kann ich gut und schnell durchdividieren und kann somit den Überschlag sehr schnell rechnen. Ich zeige dir das schnell, wie ich gesagt habe, geteilt durch 200, wenn wir es gleich anschreiben. Geteilt durch 200 können wir diese Rechnung ganz schnell ausrechnen, indem wir ja die Nullen streichen, 1, 2, 1, 2, und somit haben wir nur mehr stehen 120 geteilt durch 2. Hier können wir den Überschlag ganz einfach, ganz schnell berechnen. 120 geteilt durch 2 ergibt 60 als Ergebnis. Und fertig ist der Überschlag.
dazwischen, das hätten wir fast gar nicht aufschreiben müssen, das kann man ja direkt im Kopf rechnen. Also für den Überschlag immer Zahlen nehmen, die gut miteinander harmonieren, die man gut rechnen kann, da braucht man ein wenig Übung. Du hast aber in dieser Playlist viele Beispiele und kannst ganz oft den Überschlag üben. Und wenn du das öfter gemacht hast, nachher bekommst du das Gefühl, welche Zahlen gut miteinander harmonieren, was du für den Überschlag verwenden solltest. Okay? 60 wäre unser Ergebnis. Wir gehen wieder zu unserer Originalrechnung zurück. Wir dividieren durch 184 und müssen uns überlegen, 184 passt wo gut hinein? Passt 184 in 11? Geht sich nicht aus. Passt 184 in 110? Geht sich auch nicht aus. Das heißt, wir gehen einen Schritt weiter. 184 geht hinein in 1107 das erste Mal. Schreiben wir bitte gleich drüber. 184 passt hinein in 1107. Wir bestimmen gleich sofort den Stellenwert. Wie viele Stellen haben wir vor dem Komma? Haben wir überhaupt Stellen vor dem Komma zu setzen? Das geht ganz einfach. Das geht immer über die Einerstelle vom Divisor. Das heißt, über die Einerstelle von der hinteren Zahl oder eben von der Einerstelle von der Zahl, die wir drüber geschrieben haben. Das ist der Divisor. Das ist der Vierer von 184. Wo steht denn der Vierer? Er steht an dieser Stelle. Und zwar an der Zehnerstelle. Oder zwei Stellen vor dem Komma. Zehnerstelle, Einerstelle, Komma. Das heißt, die Einerstelle, um die es geht, vom Divisor steht über der Zehnerstelle vom Dividenden und somit weiß ich, ich habe als Ergebnis eine Zehnerstelle, eine Einerstelle und danach kommt das Komma. Okay? Und somit sind wir mit der Überlegung fürs Komma an und für sich schon fertig. Während dem Rechenvorgang gibt es dann noch eine zweite Möglichkeit, das Komma zu bestimmen, zeige ich euch während der Rechnung dann aber an und für sich. Haben wir das Komma bestimmt, sind fertig. Zwei Stellen haben wir auch beim Überschlag. Deutet schon einmal hin, dass wir richtig sind. 184 geht in 1107 wie oft hinein? Das muss man jetzt ein wenig schätzen. Auch wieder mit der Überlegung, 200 geht in 1200 wie oft hinein? Da kommen wir wieder auf die Zahl 6. Wir sehen ja nachher, ob sie sich ausgeht. Geht 6 mal hinein, wir rechnen zurück und schauen, ob es stimmt. 6 mal 4 ist 24. 24 und wie viel ist 27? Und 3 ist 27, bleibt uns 2 über, die halten wir uns. 6 mal 8 ist 48 und 2 ist 50. Und wie viel ist 50? Und 0 ist 50, bleibt uns 5 übrig. 6 mal 1 ist 6. 6 und 5 ist 11. 11 und wie viel ist 11? Und 0 ist 11. Okay? Nächste Stelle wird 7 herunter geschrieben und wir beginnen wieder von vorne. 184 geht in 37 wie oft hinein? Geht sich nicht aus. 0 mal. Geht sich 0 mal aus, wenn wir zurückrechnen? Können wir ganz einfach diese Restposition hier wieder abschreiben. Es geht sich ja gar nicht aus, also bleiben uns die 37 von vorher wieder übrig. Okay?
Nächste Stelle 5 herabgeschrieben und jetzt kommt die zweite Überprüfung der Kommastelle. Sobald ich beim Abschreiben, also beim Herunterschreiben, hinter die Kommastelle rutsche, wird im Ergebnis ein Komma gesetzt. Haben wir schon, weil wir den Stellenwert vorher schon bestimmt haben. Aber die zweite Überprüfung wäre diese. Sobald du herabschreibst hinter dem Komma, setzt du im Ergebnis ein Komma. Okay? 184 geht in 375 wie oft hinein? Kann man gut schätzen, geht sich zweimal aus. Okay? Wir rechnen zurück. 2 mal 4 ist 8. 8 und wie viel ist 15? Und 7 ist 15. Bleibt uns 1 übrig. 2 mal 8 ist 16. Und 1 ist 17. Und 0 ist 17. Bleibt uns wieder 1 übrig. 2 mal 1 ist 2. Und 1 ist 3. Und 0 ist 3, bleibt uns 7. Nächste Stelle 3 herabgeschrieben und wir beginnen wieder von vorne. 184 geht in 73 wie oft hinein? Na, es geht sich nicht aus. 0 mal. Geht sie sich 0 mal aus? Wissen wir, wir können die Restposition einfach wieder abschreiben. Nächste Stelle 6 heruntergeschrieben und wir beginnen schon wieder von vorne. 184 geht in 736 wie oft hinein? Dreimal oder es könnte sich sogar viermal ausgehen. Ich schätze, es wird sich in diesem Fall viermal ausgehen. Muss man aber ab und zu wirklich einfach probieren, ob es wirklich der Fall ist, okay? Wir rechnen zurück, 4 mal 4 ist 16 und 0 ist 16, bleibt uns 1 übrig. 4 mal 8, 8, 16, 24, 32 und 1 ist 33 und 0 ist 33, bleibt wieder 3 übrig. 4 mal 1 ist 4 und 3 ist 7 und 0 ist 7, haben wir ein Glück. 0 Rest, das heißt, das dürfte unser Ergebnis sein, 60,204 kommt heraus und 0 Rest haben wir auch herausbekommen. Dürfte stimmen, lassen wir es so stehen, schaut auch mit dem Überschlag gut aus, der war 60. Ob das wirklich richtig ist, schauen wir uns gleich im nächsten Video an, wir rechnen die Probe zu diesem Beispiel aus. Und wenn wir die Probe ausgerechnet haben, sollten wir dann natürlich wieder sagen können, alles klar.